Einmal nach Hannover und zurück, bitte. Welche Klasse, bitte? Welche Klasse? Naja, die billigere, die zweite. Na, wir haben ein anderes Angebot. Die billigste ist bei uns die vierte Klasse. Die billigste ist die vierte? Ja. Ja, probiere ich die vierte. Wage ich's halt. Jo. Kann ich irgendwie helfen? Ja. Hier, hier kannst du das tragen. Hier Kiste. Ist mein Schwein drin. Ach du liebe Zeit, Schwein. Ich gebe einen Stock. Aber Herr Schwein, festhalten hier. Entschuldigung. So, Tag zusammen. Oh, ist ja kaum jemand da. Außer Herrn Gottwald. Und der, ich grüße Sie, sieht ein bisschen anders aus als alle anderen, weil der beschäftigt sich so viel mit der Bahn, dass der Uniform schon gar nicht mehr sehen kann. Aber Herr Gottwald, jetzt sagen Sie doch mal, hier so ein Waggon, das ist doch mehr Fracht, oder? Da fahren doch keine Leute mit. Na, es war für beides. Es war für Leute, die ihre Gepäckstücke selber bewegen wollten, ja. Bewegen sollten, um Geld zu sparen. Die Frau mit den Hühnern, ja. Und das Schwein, die müssen wahrscheinlich zum Markt irgendwie, nächstes Kaff. Und sie sollten sich auch, dafür ist hier der große Platz, notfalls auf ihr Gepäck setzen. Also hier sind nur ganz schmale und ganz gerade Bänke, Behelfsbänke an der Seite. Und wer so eine Kiste hatte wie diese hier, der hat sich dann zu guter Letzt einfach oben drauf gesetzt. So, jetzt erstmal das Schwein weg. Ups. Wie viele Leute haben dann hier reingepasst in so einen Wagen? Also zugelassen ist so ein Wagen für 18 im Sitzen und 18 im Stehen. Aber natürlich in der Praxis waren es mindestens doppelt so viele. War diese vierte Klasse denn jetzt wirklich die unterste oder kam da noch was? Nein, es gab am Anfang offene Wagen, aber die liefen in der dritten Klasse. Und diese offenen Wagen haben sich nicht durchgesetzt, weil sie im Winter oder bei Regen, sobald die Strecken ein bisschen länger wurden, einfach zu ungemütlich waren. Ich habe jetzt eigentlich erstmal die Schnauze voll von der vierten Klasse. Ich würde mir ja schon gerne mal angucken, wie es bei den besseren Leuten zugeht. Komm, wir marschieren mal rüber. Die dritte Klasse. Na, da sieht doch auch mein Leibchen gleich schon eine ganze Klasse besser aus. Und es reißt sich auch viel, viel besser. Sehen Sie mal hier, Gepäckablage, dann eine individuelle Lüftungsverstellung. Es gibt Vorhänge gegen die Sonne. Die Menschen sehen gleich erholter und frisch gewaschener aus. Was mich nur wundert, was soll bitteschön das? Zur Förderung der öffentlichen Gesundheit wird dringend ersucht, nicht in den Wagen zu spucken. Sagen Sie mal, Herr Gottwald, in den Wagen spucken? Das passt aber nicht zur Atmosphäre hier, oder? Na, das war vor 100 Jahren aber ganz verbreitet. Jeder hat gespuckt im Lokal, auf der Straße. Es gab überall Spucknäpfe. Und in der Eisenbahn, weil man das mit dem Putzen und so nicht wirklich im Griff hatte, war das Spucken ziemlich am Anfang schon verboten. 1838 wurde die erste Eisenbahnstrecke Norddeutschlands eingeweiht. Das waren gerade mal 12 Kilometer von Braunschweig nach Wolfenbüttel. Diesem Stück folgten tausende Gleiskilometer und eine Begeisterungswelle in der Bevölkerung. Das Eisenbahnfahren hat ja zumindest bei uns total die Welt verändert, oder? Na, sie hat es auf vielen Ebenen getan. Einmal dadurch, dass das Reisen eine Massenerscheinung wurde. Viele, viele Leute, so viele gingen in die Postkutschen oder in die Schiffe vorher gar nicht hinein. Viele Leute, die bis dahin zu Fuß gegangen sind oder die ihre Heimatstadt niemals verlassen haben, die fuhren plötzlich mit der Bahn. Nicht nur aus nützlichen Gründen, sondern auch zum Vergnügen. Das war etwas ganz Neues. Und der Moderator geht mal weiter in die nächste Klasse. Na Gott zum Gruße, sage ich, hier sieht's doch mal richtig edel aus, oder? Da gibt's dann gleich Omas Polstersofa, da gibt's Metallschnörkel. Was kann uns denn da noch Besseres in der ersten Klasse erwarten? Ja, man muss immer im Auge behalten, die erste Klasse war eine ganz seltene Sache. Und nur wenige Bahngesellschaften machten sich überhaupt die Mühe, Abteile oder Waggons erster Klasse vorzuhalten. Man hat das anders geregelt. Man hat in der Polsterklasse, der zweiten Klasse, einfach nicht alle Plätze besetzt in einem Abteil. Eben von diesen 6 Sitzen nur 4, so wie heute in der Business Class im Flugzeug. Und dann haben die Fahrgäste mehr dafür bezahlt, dass sie mehr Luft zum Atmen hatten. Gab es das eigentlich, dass sich die besseren Leute hier aus der Polsterklasse beschwert haben über die lärmenden, vielleicht nicht so gut riechenden da hinten? Na, in der Eisenbahn hat sich natürlich die Gesellschaft abgebildet. Das Dreiklassenwahlrecht oder
der vierte Stand, wie man nach der Französischen Revolution sagte. Und das hat schon dazu geführt, dass die Leute, die mehr bezahlt haben, einmal Abstand halten wollten von dem stinkenden Pöbel. Und es hat vor allen Dingen dazu geführt, dass so ein Neid aufkam, weil die in der dritten Klasse bezahlten ja viel weniger, waren aber genauso schnell da. Okay, es geht langsam los, sehe ich. Pardon. Dann wünsche ich doch mal allen hier eine gute Fahrt und hoffe, dass es pünktlich losgeht. Das System der Vierwagenklassen haben die Bahngesellschaften 1928 abgeschafft, weil einfach zu viele Fahrgäste in die billige vierte Klasse wollten. Den Gesellschaften blieb zu wenig Gewinn. Bis 1956 hatten die meisten Züge dann drei Wagenklassen. Erst danach kam das europaweite Zweiklassensystem. Mein lieber Herr Schweinefuß, er hat jetzt 48 Dienstjahre bei der Bahn auf dem Buckel, er muss es wissen. Die Bahn hat ja wohl schon immer versucht, einigermaßen pünktlich zu sein. Wie haben Sie es denn früher hinbekommen, dass alle Bahnhofsuhren im Land zur gleichen Zeit Bing gemacht haben? Ja, gehen Sie mal bitte drüben zu der Uhr, ich zeige Ihnen das. Jawohl. Einfach aufschließen, ja? Ja, bitte einmal aufmachen. Und dann bekamen wir einmal am Tag die Zeit genau durchgesagt und dort unten ist ein Einstellrad und dort können Sie die Zeit einregulieren. Und dann wurde auf ein Signal dann die Uhrzeit genau durchgegeben. Und auf welches Kommando muss ich dann die Uhr verstellen? Es ist jetzt 12.30 Uhr, Achtung, jetzt. Die Uhr am Bahnsteig draußen, die wird von dieser Uhr hier drinnen angetrieben über eine Kardanwelle und die kann also gleichzeitig mit richtig gestellt werden. Tja, ja, preußische Disziplin, preußische Genauigkeit gehörten bei der Bahn halt schon immer dazu. Auch wenn die es bis heute nicht ganz geschafft haben, pünktlich zu sein. Ich kann schon verstehen, dass ein Verkehrsmittel, das dermaßen unter Dampf steht, die Menschen, die Männer einfach begeistert.